123 Gramm Apfel, 87 Gramm Brot, 145 Gramm Salat. Was ist das um Himmels Willen? Ernährungsprotokoll einer Lady over 50. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Driebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, habe ich sehr oft. Da werden die Sachen, die man isst, abgewogen. Auf 1 Gramm genau. Ein Apfel. Auf 1 Gramm genau. Ich habe sogar Leute, die hinterm Komma schreiben. Dazu rechnen es um in Kalorien. Und die Kalorien werden auch mit Komma zweistellig hinten dran noch berechnet. Der ein oder andere von euch sitzt jetzt und schüttelt den Kopf. Der ein oder andere fühlt sich gerade ertappt. Was ist das? Das ist für mich ein Schritt zu weit. Warum? Wer so detailliert seine Ernährung ausschreibt, da vermute ich, dass dahinter kein Spaß mehr steckt. Hier ist der Schritt zu weit. Ein Schritt zu weit. Das ist für mich auch wieder eine sogenannte Zwangshandlung. Hier wird nicht mehr mit Spaß an der Sache gearbeitet. Hier wird nichts anderes als eine Zwangshandlung praktiziert. Alles, was Sie essen, abwägen. Alles, was gegessen wird, wird natürlich auch hinterfragt. Habe ich jetzt vielleicht ein Stück zu viel Apfel gegessen? Habe ich jetzt 3 Reiskörner zu viel gegessen? War jetzt die 2 Nudeln, waren die wirklich zu viel? Erreiche ich deswegen nicht mein Ziel? Werde ich deswegen scheitern? Diese Menschen sind auch schon so weit, dass sie ihr gesamtes Umfeld damit belasten. Die gehen jedem Menschen, was sie essen und was sie nicht essen, auf den Sack. Ja, die machen sich richtig unbeliebt. Warum? Weil bei den Menschen ist diese Art und Weise, sich zu ernähren, nicht mehr ein gesunder Lifestyle, sondern das ist eine Zwangshandlung. Wenn du dich jetzt gerade ertappst, dass du sagst, ja, ich kenne das, der gesamte Tagesablauf, mein gesamter Tagesablauf handelt nur noch, habe ich das Richtige zur richtigen Zeit gegessen? War dieser halbe Apfel jetzt zu viel? Hatte ich jetzt ein bisschen zu viel Putenfleisch? War der Fisch jetzt doch zu fett? Dieser Teelöffel an Öl, war der wirklich zu viel? Du grübelst drüber nach den ganzen Tag. Es gibt kein anderes Thema wie dieses Thema für dich. Wenn das so ist, dann musst du dir ganz dringend Gedanken drüber machen, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Für mich stellt das schon eine Zwangshandlung dar. Wenn ihr soweit seid und euer Essen grammgenau abwägt und wenn ihr den ganzen Tag Panik schiebt, ob ihr zu viel oder zu wenig esst, dann müsst ihr euch dringend Gedanken machen, wie da rauskommt. Da gibt es natürlich Spezialisten, die helfen euch dabei. Ich bin einer von denen. Ich berate. Ernährungsberatung ist meins. Das ist meine Leidenschaft. Warum? Weil die Woche hat 7 Tage. Wir haben 21 Mal die Möglichkeit. Wenn wir 3 Mahlzeiten am Tag am besten essen sollten, das sind meine besten Erfahrungen der letzten 30 Jahre, gesund und so weiter möglich, artgerecht, bedarfsgerecht, dann wirst du auch wieder erstens mal einen Spaß in der Ernährung finden, weil es ist nämlich ganz schön viel, was wir essen dürfen, auch ein schönes breites Spektrum, was es alles gibt. Und ich kann dir sicherlich beibringen, entspannt mit der Thematik umzugehen. Deswegen, liebe Ladies, liebe Männer, liebe Over 50 Fitness-Einsteiger, bitte macht keine Zwangshandlung aus dem, was er tut. Der Fitness-Lifestyle ist echt eine geile Sache. Die passende Ernährung dazu ist eine absolut geile Sache. Das Ganze entspannt macht. Ein guter Spruch von mir ist immer für meine Kunden, wenn sie mal einen Tick zu weit gehen, entspannt siegen. Andreas Driebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine gesunde und bedarfsgerechte und artgerechte Ernährung. Meine Aufgabe seit knapp 30 Jahren.